So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 hier in England. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge gerade so nicht das ganze Feld geschafft, mit Ölrettich voll zu knallen. Leider, schade. Aber jetzt müssen wir den grubbern, weil der ist jetzt im November schon reif. Ich weiß nicht, ob man den jetzt noch untergrubbert oder nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, zack, zack, aussteigen. Den hier mal festmachen. Ankuppeln, sehr schön. Der hat hier natürlich kein Gewicht dran, gell? Ich glaube, das ist wohl besser. Der ist nur geliehen, falls ihr es wissen wollt. Kombination. Ich glaube, ich mache hier nochmal was. Kann man ja eigentlich auch gleich kaufen. So. Ist, glaube ich, auch wirklich besser. Brauche ich nur Holz, das Lenkrad. Was so schwer zu fahren. Tür kann man schon auflassen. Wo habe ich denn den? Das Fass. Ach, da. Das ist ein kleines Süßes. Ich glaube, da hole ich doch ein größeres. Gewicht hier. Das ist ja gar nichts hier. Haben wir, glaube ich, nochmal so eins. Gucken wir mal. Ah, nee, schade. Gewicht. Komm, nehmen wir gleich das hier. Ja, komm, das holen wir uns. Ist, glaube ich, wohl gescheiter, wenn wir das holen. So. Passt, wunderbar. Einmal nach oben. So, und hier raus. Halt, meine Tür. Meine Tür ist doch offen. Und mein Lenkrad. Jetzt. So. Jetzt werden wir das Feld direkt mal anfangen zu pflügen. Zu grubbern. Immer den Ölrettich schön untergrubbern. Da haben wir schon mal da ein bisschen besseren Stickstoffgehalt. Und dann stehen wir schon mal besser da. Die Kühe, muss ich euch ehrlich gestehen, sind auf 25 gesunken, da die Gesundheit nicht da war. Das habe ich natürlich nicht gewusst. War natürlich ein bisschen blöd von mir, dass ich dieses Mischfutter auf jeden Fall haben muss. Was ich habe eigentlich gedacht, wenn ich nur das Gras habe, reicht mir das. Aber ich musste praktisch Gras, Heu, und ich weiß, jetzt geht die Gesundheit langsam nach oben. Also ich glaube, ich brauche entweder die zwei oder nur das. Aber nur Gras oder nur Heu geht, glaube ich, nicht. Es funktioniert nicht. Naja, passiert. Sind zwar jetzt ein paar Kühe weg, aber ich kann es leider nicht ändern. So. Ja, nicht wundern, hier habe ich das schon versucht. Oh, da wir noch die Steine liegen. Könnte jetzt nicht so gut. Mal ausklappen hier. Ja, halt. So natürlich, so, jetzt haben wir einen Robber, wenn es über die Steine geht, genau. So, und dann könnte ich hier schon mal A-Punkt setzen, B-Punkt setzen, was? Ah, okay. A-Punkt setzen. B-Punkt setzen.
Bisschen, ja, halt. Müsste hier nur 8,40 Meter eingeben. Jetzt. Sieht schon mal ganz anders aus. Wunderbar, wunderbar. Dann klappt es wenigstens. Wie weit sind wir da drüben? Jo, ich weiß. Fahren wir einmal rundherum. Ist es perfekt. Schade, dass ich die Spiegel nicht einstellen kann. Das wäre natürlich jetzt perfekt. Ich glaube, im LS19 ging das sogar. Weil da hätte man das nämlich hier so schön einstellen können, wo ich bin. Aber naja, gut. Ich kann ja auch schnell den Kopf so rumdrehen. Passt. Nicht wundern hier. Hier habe ich das schon mal jetzt versucht. Hier praktisch. Ob das auch wirklich passt. Und hier bin ich, haben wir einfach nicht gesehen. Da war dann praktisch die Nacht. War leider zu Ende, haben es zeitlich nicht geschafft. Jetzt strengt er sich aber an hier. Jetzt aber. Eieiei. Muss aber kämpfen hier. Sehr schön, sehr schön. Steine sammeln habe ich mir überlegt noch. Ach, das war vielleicht ein Fehler, vielleicht einmal zu früh die Steine gesammelt. Aber vielleicht lassen wir sie jetzt noch einmal drauf und dann schauen wir mal weiter. Also zu kämpfen hat er auf jeden Fall. Ja, herrlich, 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 herrlich. Schönes Wetter, 12 Grad. Könnte man eigentlich doch das Fenster aufmachen, hätte ich gesagt, oder? Dann ist doch gleich wieder schön, viel schöner. Haben wir jetzt die Steine untergegrubbert? Nee, oder? Nee. Ja, das wäre es natürlich gewesen jetzt. So. Eigentlich habe ich gedacht, das sieht anders aus. Warum ist es jetzt hier so und da so? Hä, okay. Wir bleiben jetzt mal auf der Bahn. Komisch. Ja, ich glaube, das wird zu nah an den Bäumen ran sein. Dann müsste ich mich eigentlich wegziehen können, oder? Nein. Schwung jetzt nochmal durch hier. Was ist denn jetzt los? Habe ich mich auch wieder verkeilt, hey, das gibt's doch nicht. Natürlich muss das sich jetzt so verkeilen. Jetzt so. So. Absenken und Gas geben. Wunderbar, wunderbar. Komisch, dass da jetzt wieder das Zeug drauf ist.
bisschen weit drüben. So, einmal so lang jetzt. Fahren wir nämlich jetzt hier durch, machen das mal den Strich hier fertig, dann weiß ich, wie viel ich da drüben wegmachen muss. Perfekt. Ah, genau, jetzt können wir mal bei den Kühen schauen und zwar genau hier 25. Eieieiei, das ist wirklich. Ich glaube 80 hatte ich oder 60 hatte ich. Ich glaube 80 Kühe, glaube ich. Aber da merkt man mal, dass Vorbereitung doch alles ist. Man kann doch nicht einfach so da rein starten, ohne irgendwas zu haben. Man sollte wirklich dann schon 3-4 Felder haben, wo man Mais, alles schon. Ja, gut, habe ich nicht gewusst. Haben wir jetzt daraus gelernt. Ja. Ah, herrlich. Jetzt können wir das richtig schön untergruppern. Perfekt. Kriegen wir noch eine richtig gute Maisernte dann. Und ich glaube dann auch mit der Maisernte wird sich dann das auch langsam getan haben bei uns in dieser Folge. In diesem Kapitel, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Playliste, da sind wir eigentlich schon durch. Da wird's Mais noch geerntet. Und dann wird ja, Silage noch gemacht. Die Kühe müssen noch versorgt werden. Die Milch muss noch weggebracht werden. Das machen wir ja alles im Januar. Oder wir werden im Januar schon aufhören. Aber für was mache ich dann die Arbeit hier? Das ist natürlich. Das wäre dann natürlich die nächste Frage. So, ich glaube, ich fahre noch mal einmal rundherum. Ja, soll man das jetzt noch durchziehen oder soll man sagen, okay, nee, wir machen das jetzt. Weil dann war ich ja wirklich schon. Ah, halt mal, nee, warte mal, man fängt ja erst im August an. Ah, nee, nee, nee. Ja, doch, dann bin ich ein halbes Jahr hier gewesen. Ich weiß nicht, wann ich das beenden soll hier. Könnt ihr gerne noch in die Kommentare reinschreiben, ob wir noch ein bisschen länger machen sollen, aber. Ich glaube, es reicht dann schon fast bald langsam. Weil wir haben die Kühe schon fast alle ermordet. Und ja. Eieiei, strengt sich der an. Man muss ja richtig, richtig arbeiten hier. Komisch, dass er das ja nicht macht. Entweder ist es ein Fehler oder so, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ah, jetzt überlege ich, Leute, wie machen wir das jetzt? Wollen wir wirklich schon hier langsam alles zu Ende? Weil da haben wir ja auch, warte mal, August, der 8. 4 Monate. Also bis Januar will ich auf jeden Fall bleiben. Das ist klar. Nee, dann machen wir das so, oder? Aber habe ich extra alles für den Mais vorbereitet, da hätte ich auch einen Raps. Da hätte ich auch einen Raps. Ja. Warte mal, muss mal gucken, wie lange dauert der hier zum Wachsen.
Da hinten muss ich auf jeden Fall noch mal durch. Oh, die Steine sind weg. Und die Steine doch weg. Ja. Da gucken wir mal schnell. Ich könnte noch. Nee, Hafer könnte ich noch. Wäre aber auch erst hier. Ups. Das ist jetzt die große Frage. Das ist jetzt die große Frage. Wenn ich jetzt Mais mache, bin ich hier direkt im April, aber April ist es viel zu lang schon wieder. Wollen wir wirklich so lang das rausziehen? Für alles ist es hier, das ist. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wisst ihr was? Schauen wir mal weiter. Also, ich überlege mir das. Ich schau mal. Und dann. Achso, halt. Ah, das beste Bild ja noch hier. So. Beste fehlt ja noch. Ah. So will ich das haben. Genau so. Perfekt. So. Uno momento. Da muss ich dann immer gleich hier was eintragen. In meiner coolen Liste hier. So. Und zwar das Thumbnail gemacht. Perfekt. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, direkt doch gleich immer hier. Wie sagt man dazu? Gleich aufzuschreiben und alles. Ist einfach besser. Hört sich blöd an, ist aber wirklich besser. Aber wir werden jetzt hiermit schon mal die Folge beenden. Ich sag, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPlay87. Ciao. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 hier in England. So, wir werden jetzt schon mal die Milch wegbringen, weil Folge 20 und ich habe mich entschlossen, das einfach alles wegzubringen. Ich glaube, ich war gerade irritiert, weil es da so geklingelt hat. Das glaube ich, das Beste, was wir machen können, jetzt im Winter, im Januar schön zu beenden. Der Jan, der ist endlich wieder zurück. Der kann jetzt wieder seinen Hof selber übernehmen. Perfekt. Wir bringen die Milch weg. Ich bin gespannt, was es bringt. Das eine Feld dürfen wir noch verkaufen, die Wiese. Das wären auch nochmal 200.000. Hoffe ich. Wenn die Milch nicht so viel bringt. Ein bisschen Opulus kriegen wir ja doch für unsere Feldarbeit. Und ja, müssen wir jetzt nur hier gucken, wie wir hier am besten fahren, weil doch hier. Hier müssen wir rechts weg dann. Hier müssen wir rechts weg. Genau hier müssen wir rein. Okay. Ich habe extra eine Markierung gemacht, dass ich weiß, wohin. Aber das sieht doch ganz in Ordnung aus. So, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende von diesem Projekt. Und das nächste Projekt ist die Galgenberg. Jetzt gibt es keine Zwischenprojekte mehr. Jetzt gibt es nur noch beim Singleplayer die Galgenberg. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann weitergeht hier. Oh, jetzt gehen wir mal ein bisschen vom Gas runter. Ja, schon ziemlich
Oh, die kleine Brücke habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo? Bist du zu oder wie? Mach keinen Mist hier. Moin, moin, mach mal auf hier. Ah, okay. Ich hab eine gute Lieferung für dich. Ja, ja, ja. Die beste Milch vom Lande. Komme ich da hinten wieder raus? Ja, gell. Oh, ist ja ganz geschickt hier gemacht. So einmal abladen, aber irgendwie jetzt da. Kann ich hier gleich mal aufmachen. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Oh, 370. 380. Gehe ich jetzt mal raus. Sehr schön. Wie viel Milch haben wir noch? Wie viel Milch haben wir doch gar nicht mehr. Wie kann man denn jetzt, kriegt ihr überhaupt für eine Ladung? 20.000. Das ist nicht... Ja, doch, okay. Das ist schon mal gut. Ich glaube, wir haben hier gerade mal 20.000 Euro plus gemacht. Aufpassen. Ich glaube, wir haben hier gerade mal 20.000 Euro plus gemacht. Muss ich aber trotzdem mal schauen, wie ich hier am besten fahre. Okay. Ich habe eigentlich mit mehr erhofft. Habe wirklich mehr erhofft. Aber na gut. Man kann es nicht ändern. Okay, geht schon auf. Habe eigentlich mit mehr gehofft. Naja, gut. Schon gehofft, dass ich so vielleicht mit Minimum 50.000 Euro hier. Ja, das nächste Ding. Ach, ich glaube, ich fahre lieber dann wieder andersrum beim nächsten Mal. Komme ich hier rum mit meinem Hänger? Dann natürlich wieder das nächste. So. Ah, das habe ich jetzt schlau gemacht, hä? Aha. So gehört sich das. So soll das auch sein. So. Mal vieles Zickzack hier, ne? Mal ein bisschen vom Gas runtergehen, weil es ist ja rutschig immerhin. Also mit 436.000 bin ich rausgegangen. Jetzt, wie gesagt, ich bin natürlich, habe jetzt oft auch Curseplay benutzt, oft auch ein bisschen kleine Fehler reingebaut, wo ich verkauft. Nächste Tour. Verkauft habe, wieder eingekauft habe. Kriege ich da. Ich fahre lieber gleich Außenansicht. Was hänge ich? Was hänge ich jetzt? LKW, hoi. Der Hänger geht durch, der LKW nicht. Jetzt. Gut. Wunderbar. Alter, ich war doch so lang. War hinten rum. So. War hinten rum bei den Kühen, weil es ist dann leichter für mich. So. Ja. Also wenn ich jetzt nochmal 20.000 krieg, bin ich bei 400.000. Da hat sich ja wirklich 0 auf 0 rentiert. So. Dann hat sich wirklich 0 auf 0 rentiert. 60.000. Wie kriege ich denn da überhaupt rein?
24.000. Oh. Okay. Dann muss ich ja doch nochmal zweimal fahren. Oder insgesamt viermal dann. Oh, das ist aber sportlich dann. Das ist sportlich. So, weiter Bogen. Genau. Perfekt. So, das sollte doch hier jetzt mal klappen. Hier immer geradeaus war das. Perfekt. Ja, habe ich mich vorhin so erschrocken, wo die Musik gekommen ist. Ja, gut, der LKW, der zieht auch gut jetzt, ne? Das ist natürlich, ich glaube, wenn man das mit dem Traktor gezogen hätten, hätten wir ewig gebraucht. Aber 24.000 ist jetzt gut 76% voll. Hätte vielleicht bloß dreimal fahren müssen, aber ist jetzt nicht schlimm. Ja, wobei er kämpft hier schon. Man merkt es schon. Ja, doch, doch. Sieht schon sehr gut jetzt hier. So. Einmal hier rum. Jetzt war ich schon fast wieder weggerutscht. Hat man vielleicht ganz kurz gemerkt, dass er am Rutschen war. Ja, schlimmer wie hier in der Formel 1. So, wie lange haben wir denn schon? Neun Minuten schon aufgenommen. Also die zwei Fuhren, die muss ich heute noch packen hier. Ja, die schaffen wir auch. Die schaffen wir auch. Keine Angst. So. Ist aber ganz gut, dass es hier immer schön geradeaus geht. So. Boah. 24.000 Liter. Ah, doch, es gibt schon gut Geld. Muss ich ehrlich sagen. Aber nicht das, was ich unbedingt erreichen wollte. Das muss ich auch noch sagen. Da komme ich auf 440.000. Ja, 20.000. Ja, dann bin ich bei 440.000. Habe ich genau 4.000 Euro mehr wie beim letzten Mal. Was haben wir denn diesmal falsch gemacht? Ja gut, jetzt müssen wir das auf jeden Fall abfahren. Ist schon mal ganz klar. Abfahren muss ich's. Das Geld muss ich auf jeden Fall holen. Aber warum habe ich bloß 4.000 Euro gut gemacht? Das ist ja wirklich makaber schon. War wirklich sehr, sehr wenig. Ja, gut, ich habe halt das eine Feld hätten wir halt noch gefehlt. Eine Silage oder irgendwas. Das hat sich jetzt immer richtig schön rotiert. Ah, das ist schade. Aber so lange will ich jetzt auch nicht warten. Dann ist es halt so. Vielleicht gibt er uns einen kleinen Obolus. Vielleicht gibt uns der Jan einen kleinen Obolus. Vielleicht gibt er uns ein bisschen Money. So. Wir fahren hier wieder gerade durch. So. Hier dann rechts weg. Nee. War zu früh, oder? Ah ja, egal. Ach so. Ja, gut. Das ist wirklich Kopf gesprungen. So, einmal voll machen. Wunderbar. Gut, wir haben jetzt noch das Gras, das Stroh. Stroh wird auch nicht viel bringen. Das Gras, 163.000.
Teilt durch 1000. Sind wir bei 1650, oder? Okay. Bei 163 mal 50 ist auch nichts. Gülle bringt, glaube ich, noch weniger. Es waren, glaube ich, 36. 46. Wollen wir das jetzt alles wegfahren? Das errechne ich jetzt mal kurz und dann melde ich mich doch mal. So, hier bin ich wieder. Und zwar, jetzt habe ich alles errechnet, alles geschaut. Wir kommen auf einen Preis von 451.000. Das heißt, ich habe 14.000 Euro plus gemacht. Ist nicht die Welt, aber dank Jan gibt er mir nochmal 10.000 oben drauf, dass ich hier schön um die Kühe gekümmert habe. Und das war's. 461.000 Euro. Damit gehe ich in die Galgenberg. Und wir machen eins. Wir runden es auf 462.000. Nee, komm, wir lassen's. Wir nehmen genau den Preis, wo da dran steht. Oh, mein Auto könnte ich ja noch verkaufen. Komm, das mache ich noch. Das Auto verkaufe ich noch. Ah, nee, halt mal, ich muss ja damals zurückkommen. Sind 52.000 Euro. Hallo, hallo, hallo. Komm, verkaufe ich. Lasse mich vom Jahr zum Flughafen fahren. Zack, und schon sind wir auf 514.000. Uppala. Auf 514.488 Euro. Das ist eine schöne Summe. Damit können wir, glaube ich, bei der Galgenberg ein bisschen was anfangen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen immerhin. Wir haben viel gelernt, auf jeden Fall. In dieser Playlist haben wir viel, 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 viel gelernt. Wirklich mit... man muss wirklich 3 Tage spielen. Ich finde, ein Tag ist ein Monat. Ist krass, definitiv. Ich habe es an den Kühen gemerkt, wie schnell das auf einmal runtergegangen ist. Wirklich extrem. Naja. Was soll man sagen? Wir können nur noch sagen, goodbye England. Es war schön, es war hart. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade die beste Zeit, um zu gehen. Es ist kalt. Na gut, in Deutschland wird es nicht wärmer sein. Aber wir werden sehen auf der Galgenberg. Im Januar, ich denke mal so im Februar. Ah, herrlich, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich freue mich. Also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut nochmal schön paar Abos, paar Likes raus. Aber könnt ihr immer so machen, wie ihr wollt. Gar kein Ding. Ich verabschiede mich aber dann auf jeden Fall. Macht's gut. Euer LKPlay87. Ciao.